Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TT2 im Ranglistenmodus. Da oben wurde schon eine Burg genommen. Das bedeutet, ich nehme auch die Burg. Welcome to Nova. Die beiden zusammen sind übelst gut. Healing noch dabei, Millennium super stark. Hab hier mit drin. Alles, was ich brauche. Machen einen Blumenstart. Magier wäre sogar nicht schlecht für die Wüstenpilger, wenn ich die als Healer nutze und die Harpyien. Wir haben eine Schnecke rein und dann geht's los. Junge kackt ab bei einer Schnecke, glaube ich. Aber das war knapp. Gerade so hoch, gerade so hoch. Ich gehe auf Nummer sicher. Und wenn ich Healing noch habe mit den Wurzelquallen. Geile Geschichte. Ich schicke noch eine Schnecke rein. Wenn er jetzt nicht großartig was gebaut hat. Wird er verkacken. Hoffentlich zumindest. Nö. Okay. Oh, hier mal noch aus dem Angler. Ich bereite mich schon mal mental auf die 13 vor. Ja, doch. Doch, das reicht. Dieses Gequietsche ist übrigens mein Stuhl, der unter dem Tisch immer mit seinen Armlehnen runtergequetscht wird, wenn ich mich bewege. Also ich furze nicht die ganze Zeit, nur dass ich es gehört habe. Oh, das sieht aber nicht gut aus für ihn. Zwei sind durchgekommen, ohne dass ich was geschickt habe. Jetzt können wir natürlich die Harpyien so aufbauen. Dass wir theoretisch mit dem Magier dann was reißen können. Ich werde ab 5 was schicken. Und zwar eine Turtle. Vielleicht noch eine. Mal gucken. Okay, ist nicht so schlimm. Ich bin noch ganz gut dabei. Ach, ich werde wahrscheinlich noch eine Turtle gehen. Ich werde auch eine zweite Blume bauen.
Könnten auch eine Echse reinknallen. Ich nehme lieber eine Echse. Weil die macht die alle weg. Hoffentlich. Okay, hat noch Mana ausgebaut und die aufgewertet, die Seraphinen. Jetzt greift die Seraphin die Turtle an. Oh, das reicht nicht. Nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Okay, jetzt schickst du Blut rein, dann mache ich mit. Wird wahrscheinlich mir nicht ganz so viel bringen, aber ich mache trotzdem mit. Nee, da baue ich lieber noch eine Wurzelqualle auf. Das ist mir da wichtiger. Aber die Blumen halten schon gut aus. Die machen den normalen Schaden, aber es werden die angegriffen statt die Blume, die vorne steht. Ja gut, ich könnte hier vielleicht ein bisschen was verkacken. Nee, ich schaff's. Wo war der Power Shot? So, die stehen alle, das heißt, ich baue noch Harpien in dem Ausmaß. Ich werde mal auf. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt hier schicken müsste. Da müsste ich ja einen Vorteil rauskriegen. Und das sehe ich hier aktuell noch nicht. Und mehr Harpien werde ich aber tatsächlich nicht bauen. Mal hier ein Upgrade. Ich könnte auch mit denen eine große Wurzelqualle bauen. Das geht auch. Oh, Maulwurf ist natürlich stark. Der hat übelst überbildet. Ich hole noch einen. Ich bin gierig heute. So, die Blumen sind da. Ich
Ich bolze den Healer hin. Der sollte einiges abhalten. Ich kann auf 10 schicken. Oder auf 11. Ich guck mal, was er hier macht. Er schickt jetzt. Das heißt, wir schicken auch jetzt. Millennium. Schick Echsen rein, um die alle mit der leichten Verteidigung anzugreifen. Die anderen macht er platt und er hat magische Verteidigung, also ganz gut gegen den Rest. Okay, die wollen also auf 11 schicken. Hat Starcaller ausgebildet. Oh, eine 600er Schelle. Sehr gut. Ah, die hat abgegradet. Hat nicht maximales Mana. Machen das. Sollten die King ein bisschen aufwerten, weil die jetzt reinballern. Magischen Schaden habe ich gut. Ich habe auch guten Stichschaden. Guten Aufpreis. Ich bin eigentlich richtig gut ausgestattet. Muss ich schon sagen. Ich glaube, ich mache da eine große Wurzelqualle draus. Jawohl, der Millennium haut richtig rein. Und meine Frontline geht zu schnell down. Millennium tot. Hier sich gegenseitig. Oh, er hat gehalten. Holy shit, das ist gut. Können wir machen. Habe ich jetzt nicht. Hab zu wenig Kohle, um was aufzuwerten. Da stellen wir einfach die große Wurzelqualle schon mal hin. Da kann ich noch Dark Mages draus machen. Auch nicht schlecht. Und Resend. Ich muss meine Blumen verbessern. Oh, hier geht aber der Tornado ab. Das hat er gut gehalten.
könnten wir schicken. Mimik ist gut. Hat auch ein Tor. Ah, da muss ich noch mal kurz gucken. Ich schlag mal die Blume auf. Machen das. Ich brauche den Stichschaden. Die Schnecke, wenn ich Glück habe, wehrt hier den ersten Schuss ab von dem Starcaller. 300er Resend schon wieder. Also die haben ja übelst viele Worker gepusht. Dafür ist er aber auch ganz schön weit unten. Jawohl, das halte ich. Tornado Power. Dann machen wir die aufwerten. Dann spare ich mir die Kohle, aber ich stelle jetzt nicht noch eine Harpie hin oder so. Die sind schon sehr stark dabei, gerade mit der Regeneration. Haben die übelst viel Attack Speed. Aber wenn die jede Runde 300er Cent machen, wenn die jetzt eine Runde sparen, dann kriegen wir. Naja, ein 600er ab oder so. Auf der 15. Aber das heißt, ich werde jetzt meine Wüstenpilger auf. Da habe ich mal einen Schaden plus. Und Arkane Verteidigung plus. Weil die Wurzelqualle groß wird. Die müssen übelst die Bocker gebaut haben. Da bin ich schon offensiv jetzt auf die 25 gegangen. Der wird trotzdem noch mehr haben als ich. Double Upgrade. Machen die Wurzelkeile größer und haben hier nochmal 140 Schaden für beide rausgeholt. Aber es wird eklig. Es wird eklig. Dann könnten wir da 16 gewinnen. Eventuell. Stich mit reinschicken. 640. So groß ist die Wurzelqualle jetzt noch nicht, aber die hat den ersten Schaden zumindest abgewehrt. Kacke. Das war zu fett. Aber er hat geblockt. Hat er nur die Hälfte abgekriegt. Moll ist immer gut für die gegen die Blumen. Muss er noch ein bisschen Stichschaden reinmachen. Warte ich jetzt nochmal ab, was passiert. Blumen aufwert. Könnten ihn theoretisch aufwerten, schon für die nächste Runde mit. Einfach mitnehmen. Dann machen wir noch Mimik rein. Da geht es mir nicht um die Kohle, sondern einfach darum, dass der die Eigenschaften hat, die ich brauche. Wobei, ich brauche Magieschaden so ein bisschen noch.
King Upgrades. Oh, die waren schnell weg. Wir haben lange geblockt die Tore, aber ich sollte durchkommen. Ich glaube, das war's noch nicht. Ich glaube, die überleben das noch. Ich kann mal zwei holen. Dann machen wir noch eine Blume rein. Auf 18. Hexe. Ich brauche Hexen. Ich brauche Hexen. Hexen. Stichschaden noch ein bisschen. Sehen, was ich noch reinkriege. Hier Upgrades machen. Dann stelle ich noch welche zum Healen hin. Wurzelqualle dazu. 200. Ein Ogre, nee. Das will ich nicht. Dann wird es doch ein Mimik nochmal. Noch eine Echse rein. So, jetzt wird sich wohl wahrscheinlich entscheiden. 1160. Ich halte doch noch ganz okay dafür, dass er mir über 1000 geschickt hat. Habe ich hier die normale Welle weggemacht, na? Holy shit. Ich habe gehalten, Junge. Ho. Das ist stark. Aber die halten auch. So, die letzte Harpie aufwerten. Den reinpacken. Machen wir noch einen Healer. Okay, versuchen wir unser Glück.
Maximaler magischer Schaden. Okay, der hat schon geleakt. Nimbus Power. Ich glaube, ich gehe noch eine Hexe. What does this potion do? 1200, alle beide. Wir haben nur 20. Oh, ist aber schnell down. Er ist unglaublich schnell down. Ich halte noch. Oh, ich lasse auch ganz wenig durch. 1%. 1%. Ja, und das war's dann. Aber es war eine sehr gute Runde. Victory. Perfekt. Dann war es eine weitere Runde von Legion TD2. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.